Willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Ihr habt es gesehen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Erstmal zu meinem letzten Video dieses Jahr, ne, wo wir nicht ganz so viel Panik verbreiten. Denn wer letztes Jahr schon genau aufgepasst hat, der wird wissen, dass ich im Dezember meine YouTube-Pause mache. Und ich würde mal auch sagen, meine wohlverdiente Pause. Ne, diesen Monat wird es nichts von mir geben. Höchstens zum fucking Freaks Schrottwichteln werden wir uns sehen. Aber ansonsten war es das hier für dieses Jahr auf diesem Kanal. Und ich bedanke mich wirklich bei allen. Ihr habt es gesehen im Jahresrückblick. Ne? Wahnsinn. Es liegt wirklich ein Wahnsinnsjahr hinter mir. Nicht nur hier auf YouTube. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der natürlich auch viel von mir in Anspruch nimmt, aber auch privat, ne, mental und natürlich körperlich und so. Und hier und da eine enorme Entwicklung stattgefunden. Krass. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, was da alles kommt, was da auf mich zukommt, mit was ich da alles zu tun haben werde. Ich habe erstens mal große Pläne. Schauen wir mal. Wollen wir nicht zu viel verraten. Ne? Am Ende klappt es hinterher mal wieder nicht und es wird alles genauso, wie es werden soll. Gut, also hier nochmal danke für das Jahr 2022 an alle. Bevor ich jetzt hier irgendeinen vergesse, na, ganz natürlich im großen Maße an den Alex, an den Schorsch, an den Timo und an alle Zuschauer da draußen und natürlich auch an alle Fucking Freaks-Kollegen. Und jeder, der mich hier irgendwie unterstützt hat, ne, also wirklich Wahnsinn. Krass. Genau. Und ich, gut. kommen wir zum Monatsupdate, würde ich sagen. Es ist wenig. Es ist wenig in die Sammlung gekommen. Ich würde erstmal anfangen mit etwas, was ich getan habe, was ich bestellt habe, was auch noch nicht da ist, weil es am 16. Dezember erst released wird. Aber ich möchte es hier doch mal ansprechen für alle, die das in der letzten Vergangenheit nicht mitbekommen haben, obwohl ich es oft genug erwähnt habe. Black Cinema Collection. Es geht weiter, ne? Volume 11, beziehungsweise die zweite Collection. Nummer 11 ist erstens mal vorbestellt und das Ganze gleich wieder in dem kompletten Abo. Mit den nächsten 10 Titeln habe ich das Black Cinema Abo bei Wicked Vision wieder abgeschlossen. Es hat erstaunlicherweise, überraschenderweise, gerade mal 10 Euro mehr gekostet als wie das letzte Mal. Ne? Also 289 Euro. Katsching, haben wir ordentlich geblecht, aber wer das in der Vergangenheit hier verfolgt hat auf meinem Kanal und wer die auch selber hat, der wird wissen, dass sich das dermaßen lohnt und dass da hinter den Kulissen Wicked Vision noch weitaus mehr Aufwand und Arbeit da reinsteckt, als wie, ja, was die 289 Euro wert sind. Ne? Natürlich ist das eine Riesenstange Geld, das ist so ziemlich immer die teuerste Edition im Jahr, beziehungsweise alle zwei Jahre, das Ganze dauert natürlich auch ein bisschen und von daher, das Ding lohnt sich definitiv. Ne? Auch wenn ich jetzt gerade mal einen Titel davon weiß, welcher kommt. Vermutungen kann man anstellen, ne? Vor allem wenn dann der nächste Schuber kommt. Da können wir hier mal schon wieder ein bisschen lunchen, was wir denn entdecken können. Ja? Aber ansonsten, ich freue mich drauf. Ich habe mir da auch schon einen abgewichst und da würde ich mal sagen, weiter geht's. Und zwar mit der Literatur, würde ich sagen, Literatur, wie immer ihr kennt, diesmal kam wieder alles. Ich bin immer noch ein bisschen und noch ein bisschen mehr. Die Deadline, hier mit Men in der, in der Titelausgabe, in der Titelstory. Meine Güte, sorgt der Film für Aufsehen. Also der Alex hat mir schon den Mund wässrig geredet, was das angeht, was diesen Film angeht. Und der Timo auch, der hat auch was dazu gemacht. Und ich bin wirklich gespannt. Ne? Ich habe mir den schon bestellt. Der müsste eigentlich, müsste der noch kommen. Ne? Von Alex Garland. Der hat ja schon Ex Machina und Auslöschung gemacht. Die waren okay, aber ich glaube mal mit Men, da hat er einen ganz schönen Vogel abgeschossen. Ne? Dann haben wir hier noch, was war hier noch? Genau, der sorgt ja auch schon ein bisschen. Bones and All, also ein bisschen Kannibalen-Story, Coming of Age. Ich weiß nicht, ob mich das noch interessiert. Ne? Die Deadline schreibt dazu, im gesamten Fazit, Kannibalen auf der Suche nach Liebe. Ja, sollten wir mal den Armin Maives fragen. Ne?
der heute Geburtstag hat. Mensch, heute ist der 1. Dezember. Alles Gute, ne? Nach Kassel in die JVA. Abteilung 2. Ja, na, da haben wir noch hier die Menu. Da bin ich auch gespannt. Enya Taylor-Joy. Die geile Drecksau. Und ansonsten ist das wieder, wie wir es natürlich von Deadline gewohnt sind, eine gelungene, dicke, fette Ausgabe mit 6 Seiten Klassik-Empfehlungen und Klassiker-Reviews. Die waren auf jeden Fall wieder sehr interessant. Die Nackte unter Satan. Oh, ich bin wirklich hin und her gerissen, ob ich mir den noch... Ich habe mich schon oft damit jetzt beschäftigt. Ich weiß es nicht. Momentan steht er nicht auf der Liste. Oh, Halloween Ends. Ach, oh, Gott. Er ist trotzdem unterwegs zu mir, aber naja. Jeepers Creepers Reborn. Machen wir schnell weiter. Jetzt habe ich es gerade gesagt, dass ihr hier so eine schöne Ausgabe gemacht habt. Nope. Und dann ja, schlagen hier solche Titel aus den Seiten. Oh, Vortex. Ich bin übelst gespannt auf Vortex, ob ich mir den hole. Wenn eine Keepcase-Auswertung stattfindet, hole ich mir den definitiv, weil da hat Gaspar Noé mal wieder ein ganz besonderes filmisches Kunstwerk rausgehauen. Entschuldigung. Von dem, was ich schon so gehört habe. Ja. Nummer 96, ein paar Monate dauert es noch, dann haben wir die 100. Ausgabe Deadline. Ne? Möge die noch fetter ausfallen. So, dann haben wir die Power Wrestling, die sich wieder ein bisschen gebessert hat, muss ich sagen. Die haben hier ein bisschen das Layout verändert. Die haben die Schrift größer gemacht. Das ist ja auch nicht so schlecht. Wir werden auch immer ein bisschen älter. obwohl ich noch keine Brille brauche. Ich habe noch sehr gute Augen. Und ansonsten, der Druck hat sich etwas verbessert. Über die Texte in den Bildern, die sind ja in dieser Ausgabe wirklich der totale Fail, haben wir hier mal irgendein Beispiel. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben hier lauter komische spanische Einblendungen. Einmal hier zu Karrion Kross und Scarlett. Wer es lesen kann, Glückwunsch. Und dann haben wir auch andauernd falsche Einblendungen. Hier wird sogar der Name von Bron Breakker falsch geschrieben. Also da könnte ich einen besseren Job leisten, wäre ich da in der Redaktion. Ne? Ja, hier haben wir zum Beispiel einen F5 von Brock Lesnar und Bobby Lashley. Also wer einen F5 nicht von einem German Suplex unterscheiden kann, der sollte nochmal in die Wrestling-Schule gehen. Ansonsten, wie schon gesagt, es hat sich ein klein wenig verbessert, aber... Da ist noch Luft nach oben. So, dann wie immer The Virus. Die Virus. Ich habe mich hier für das Cover mit dem Krampus entschieden. Passt ja auch ganz gut. Ich habe mir ja diesen Monat auch den Krampus in die Sammlung geholt. Mit fetten Artikeln über lesbische Vampir-Action. Ja, warum nicht? Ne? Das ist ja immer ein bisschen ansehnlich. Oh ja, ein Vampir aus dem Jahr 32. Den hätte ich diesen Monat fast bekommen. In einer schönen Collection Edition von Criterion Collection. Ja, hat mich schon übelst gefreut für einen schnapper Preis für die Edition, 28 Euro. Und dann kam die E-Mail, die Bestellung wurde storniert über Medimobs. Das ist halt nicht, war nicht verfügbar. Da hat man sich nicht ganz abgesprochen. Das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, aber gut, was soll's, ne? Dann haben wir noch einen weiteren Riesenartikel über Angst, ne? Also die Angst selbst, über das Gefühl und das, was natürlich Horrorfilme beabsichtigen und bewirken sollen mit der Angst. Ne? Ist ja natürlich klar, weil wer Horrorfilme dreht, möchte sich in dem Metier auch ein bisschen auskennen. Ja, dann haben wir noch ein paar Gaming-Besprechungen, natürlich hier Musik, ne? Also hier natürlich alles, was hier mit dem entsprechenden Thema in der Musikrichtung zu tun hat. Der gute Sanctus, liebe Grüße gehen raus, ne? Hier, grüß dich, der hat gemeint oder der hatte den Wunsch geäußert, dass ich hier ein bisschen mehr auf die Underground-Filmproduktion eingehe, die in der Virus drankommen. Ich finde aber keine, also hier ist kein Underground-Independent-Produktion irgendwie vermerkt. Ich sehe es nicht, entweder bin ich zu blind oder zu doof dafür. Ich habe diesen Monat wirklich ganz genau jede Seite auseinandergenommen. Hier haben wir noch ein paar Empfehlungen. Was haben wir denn hier alles? The Terror Room, okay. Moloch, ich bin gespannt auf Moloch. Aquifels Filmecke war angetan davon. Das ist ja bei ihm mit Arthouse Horror. Das heißt, das verheißt schon viel. Ne? Oh, Pussycake, nee, danke, kann ich noch verzichten.
Christmas, Bloody Christmas. Oh, ein mordender Weihnachtsmann. Ne? Mal wieder richtig innovativ. Na gut, Piggy. Ich bin gespannt, er wird ja kommen. Man wird hier ebenfalls nochmal besprochen. Terrifier 2. Ja, ich muss mal aufpassen, dass ich das Mediabook nicht verpenne. Ja. Wenn es schon losgegangen ist, habe ich es verpennt, weil ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nicht mehr so sehr hinter dem Nameless hinter Nameless herrennen. Ne? Oh ja, Dahmer. Ich muss das unbedingt irgendwann mal gucken. Ja, aber wenn... Wir können uns jetzt schon denken, wenn Terrifier weg ist, dann ist er weg. Ne? Dann bezahlen wir hier wieder schön 190 bis 200 Euro fürs Mediabook bei eBay. Und hier, ne, ganz bestimmt nicht. Und für die Keepcase, die dann vielleicht irgendwann später mal kommt, dann auch nochmal 24 Euro. Habe ich keinen Bock drauf. Mad Heidi, kommt ja auch über Nameless, hat sich schon bestätigt. Hier haben wir nochmal einen großen Artikel zu Aleister Crowley. Ja, nochmal vielen Dank an Virus, an den Fester Verlag. Die haben mich ja dieses Jahr dazu gebracht, dass ich mir das Gesamtwerk von Aleister Crowley hole. Ja, und das Übliche. Also wie gesagt, zum Independent-Filmbereich und Underground-Kino, Sanctus, ich habe hier nichts gefunden. Es tut mir leid. Vielleicht haben die das auch rausgestrichen, weil es keinen interessiert. Ich weiß es nicht, tut mir leid. So, und dann haben sie mir noch eine Supervirus mitgeschickt. Diesmal mit dem Thema Hexen. Ja, alles, was mit Hexen zu tun hat. Hexenserien, Hexenfilme, Hexenverfolgung, Hexenthematik. Und noch reale Echtheitsfälle. Ja, reale Fälle hier über angebliche Hexen, die es damals gegeben hat. Es gab ja auch diese komische, wenn mich nicht alles täuscht, spanische Serienmörderin, die ja auch noch zu Mittelalterzeiten irgendwann einen Haufen Kinder entführt, getötet und wahrscheinlich auch gekocht und verspeist hat. Also so richtig schön wie im Märchenbuch. Mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Ihr Name. So, das war's zur Literatur und dann haben wir noch Fachliteratur. Von einem sehr, sehr geschätzten Mann, Filmprofessor, man kennt ihn, man hört ihn sehr oft in Audiokommentaren, man liest ihn sehr oft und ich habe mich jetzt, was das Thema Lesen angeht, noch mehr ihm gewidmet und zwar die Grenztrilogie von Margus Stieglegger, den ich ja wirklich, man kann es ja fast schon sagen, verehre. Also wie gesagt, ich höre den Typen gern, ich sehe den gerne, ich lese den gerne und hier geht er halt, wie kann man das erklären? Wir halten mal hier die Rückseite vom ersten Band in die Kamera, da könnt ihr dem schon nehmen. Also er redet halt über Genre und ganz spezielle Filme im Horrorbereich oder halt im etwas spezielleren Filmbereich. Ne? Und das auch ganz eindringlich, wunderbar. Die lassen sich wirklich wunderbar lesen. Ne? Also für alle, die hier denken, der Filmprofessor, der schreibt ziemlich trocken oder öde oder langweilig, absolut nicht. Ne? Wenn euch das Thema interessiert, dann klebt ihr da sowieso dran. Ne? Genauso wie ich, ihr seht es ja hier schon. Ne? Also, wenn er das hier sieht, ich befürchte es zwar nicht, aber Herr Stieglegger, ne, habe Sie hier damit unterstützt und mach das natürlich sehr, sehr gerne und die Bücher lassen sich wirklich wunderbar lesen, sind auch informativ. Ja, alles, was ich noch nicht weiß, das nehme ich hier aus den Büchern. Kommt ja auch immer ein bisschen was dazu und wird auch dazu führen, dass ich einige Werke, Filmwerke, die ich jetzt noch in der Sammlung habe und die hier in diesen Büchern besprochen werden, dass ich mir die im Dezember widme. Ne? Genauso wie natürlich die Harry Potter Collection, Dominik. Ich habe es nicht vergessen. Ich gucke die im Dezember. Genau. So, jetzt haben wir hier schon fast eine Viertelstunde, mehr als eine Viertelstunde gelabert. Jetzt kommen wir noch auf die Filmupdates zu sprechen. Und dann war es das für diesen Monat auch schon. Ne? Ja, die sind so toll. Die haben auch bunte Bilder mit drin. Ne? Also für alle, die das interessiert, was wird denn hier so Schönes eingegangen? Ne, für alle, die vielleicht dann doch mal interessiert sind, was für Filme hier so besprochen werden, wir wollen es bloß mal ganz kurz anschneiden. Ne, wenn euch das dann interessiert, dann kauft die Bücher und unterstützt den guten Herrn Stieglegger, weil der Mann ist es definitiv wert. Ne, Hakazusa, den muss ich auch noch angucken. Was haben wir hier noch so Schönes? Wir haben ja Zeit, ne, wir haben ja Zeit. Das letzte Video dieses Jahr, da können wir hier auch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ne? Ist ja schön. Pans Labyrinth. Ne? Dazu hat er ja auch das Booklet im Mediabook geschrieben.
Audiokommentar weiß ich jetzt gar nicht, ob er dazu einen beigesteuert hat. Ich glaube es aber nicht. Ja, hier ist so ein bisschen mehr Text. Ja, natürlich geht er hier auf David Cronenberg ein, über Barbarenfilme, die Maniac-Filme kommen dran. Was haben wir hier im Band 2? Ja, müssen ja nicht alles durchgehen. Ne? Oh, hier Lucio Fulcio, Kino, Tanz der Teufel, etc. Dress to Kill. Oh, Romero, Carrie und andere weitere Werke. Wie gesagt, wir wollen das bloß ganz kurz anschneiden, wenn es euch interessiert. Die Bücher gibt es immer noch. Die sind erhältlich, die sind nur erschwinglich für so ein Buch. 17 Euro noch was. Also gut, genug Werbung gemacht. Filme. Was habe ich mir geholt? Ihr habt es ja mitbekommen. Und zwar einmal Lamp, Krampus und Becky. Der ist schon wieder gegangen, der durfte sich schon wieder verabschieden. Ich habe ja im letzten Video drüber gesprochen, im Filmcheck November. Ja, da kam ziemlich zeitig, da war der überrascht. Ne? Ja, nee, das gucke ich mir nicht nochmal an. Wie schon gesagt, das Production Value war jetzt nicht, das war nicht schlecht, ne? Das brauchst du ja nicht in Frage stellen. Aber das war ein ziemlich übertriebener Drecksquatsch und das fliegt bei mir raus. Und sowas brauche ich nicht. Ja, und zu Krampus und Lamp hatte ich ja ebenfalls schon was in meinem Filmcheck gesagt. Krampus war geil auf jeden Fall und Lamp, da war ein bisschen zu wenig. Da war dann doch ein bisschen zu wenig. Das, ja, guckt mal hier, was wir alles können und haben und aber da, nee, 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 nee. Einmal wird er sicherlich noch laufen. So, dann hat es WWE Home Video UK geschafft, mir endlich mal meine WrestleMania zu schicken, die ich mir im September bestellt habe. WrestleMania 2022 hier im Special Cover Artwork. Das hat mir dann doch ein bisschen besser gefallen als das normale. Das war jetzt auch nicht so schlecht. Die Unterschiede sind minimal, aber mir hat das einfach gefallen. Was soll ich dazu mehr sagen? Eine Double Disc Blu-ray mit sehr, sehr wenig Bonusmaterial. Ich meine, gut, die Blu-rays, die haben großen Speicherplatz, die sind randvoll, aber hier, ja, der Speicherplatz wurde natürlich ausgereizt. Was haben wir hier? 8 Stunden und 23 Minuten an vollgeballter WrestleMania-Action und die zweite Nacht, die war dann nicht mehr ganz so gut wie die erste. Also, man ist dann schon ein bisschen übersättigt. Ich habe mir das auch nicht hintereinander angetan und war dann von der zweiten Nacht trotzdem ein bisschen. Okay, ja, okay, schön, ja, oh, geil. Nee, aber das ist too much WrestleMania. Das ist einfach zu viel. Ne? 2 Nächte, prall gefüllte Shows und nee, fahrt mal wieder ein bisschen runter. Ne? Ich weiß, ihr macht das nicht. Nächstes Jahr haben wir ja schon bestätigt, es werden auch wieder 2 Nächte. Und, ja, gut. Entschuldigung. Ja, und dann haben wir hier noch 1 Stunde, die Hall of Fame Rede vom Undertaker mit drauf. Die war sehr bewegend, aber da hat mir persönlich da auch noch ein bisschen was gefehlt, dass man auf spezielle Matches doch noch eingeht. Aber naja, trotzdem war sie geil und absolut gelungen, ne, für einen Undertaker. Wahnsinn. Wahnsinnskarriere, Wahnsinnstyp. Dann, Weihnachten steht vor der Tür. Ne? Wir wissen es. Black Christmas, hier von Nameless, Gott sei Dank nochmal im Keepcase rausgekommen. Und zwar alle 3 Discs, die sie uns ja schon ins Mediabook gepackt haben. Ich habe daraufhin die alte Blu-ray aussortiert, ne, bis auf das Booklet, das habe ich behalten. Ich alter Schlingel. Und ja, wir haben ja alle 3 Fassungen drin. Ne, also einmal noch die alte Fassung, die ich ja schon hatte von Concord. Und zwar. Das war dann die hier, ne? R-rated, genau. 90 Minuten. Dann haben wir Unrated mit 92 Minuten. Und die European Version mit 84 Minuten. Die ist übelst kurz. Ja, sind mal gespannt, ne, wie die ist. Jetzt im Dezember werde ich mir die definitiv gönnen. Genauso wie das Original nochmal. Ne, und wie ihr schon sehen könnt, mit Wendecover. So könnt ihr weitermachen, Nameless. Ne? Eure Mediabooks, qualitativ sind die natürlich geil und top, aber. Keep Cases angesagt. So, dann, ihr habt es mitbekommen, dass ich eine Alien Rip-Off-Woche hatte. Die hat mir auch sehr gefallen und in den Audiokommentaren, ich habe mir die Filme, ich hatte ein bisschen mehr Zeit wie sonst, habe mir die Filme dann nochmal mit den deutschen Audiokommentatoren
angeguckt mit Gerd Naumann und Christian Klese und dann noch anderen Kollegen. Und da tauchte in den Besprechungen ein Film immer ganz besonders auf, als Inspiration für Science-Fiction-Kino, und das ist That's It. It. Ne? Terror Beyond Space, oder wie heißt er hier im Original? The Terror from Beyond Space, genau. Der Schrecken lauert im All. Science-Fiction, Horror, Monster, Gekröse aus den 50ern. Ne? Natürlich darf es ja nichts Überragendes erwarten. Halt einen Typen im Gummikostüm, ne? Mit ein bisschen... Ja, und dann halt eine Besatzung in Raumanzügen, die ein bisschen... Ne? Das kannst du ja erwarten. Und ich bin mal gespannt. Ne? Ich stehe auf so ein, ich stehe ja immer mehr auf so Zeug. Ne? FSK 12, ihr habt es gesehen. Bin mal gespannt, weil wenn das dieselbe Disc ist, die... Nee, gab es dazu überhaupt eine Mediabook-Auswertung von Anolis? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich hier auch kein üppiges Bonusmaterial feststellen konnte. Also nicht mal ein Audiokommentar. Kann natürlich auch sein, da steht ja nicht mit drauf und ist trotzdem auf der Disc. Ich weiß es nicht. Naja, ich bin gespannt. Ne? Ich habe hier noch mehr 50er Science Fiction. Da lässt sich nächstes Jahr auch definitiv bestimmt mal wieder eine Woche rumkriegen. So, und dann habe ich mir noch Inglourious Basterds geholt. Und der hat mir gefallen. Jetzt werden einige denken, was doch, der gefällt dir doch gar nicht. Und außerdem hast du doch die Tarantino-Box. Ja, ich habe mir das Original geholt. Ein Haufen verwegener Hunde. Der ist natürlich ein italienischer Kriegsfilm, ne, von 1978 von Enzo Castellari. Und der Originaltitel, beziehungsweise der US-amerikanische Vermarktungstitel, war ja dann Inglourious Basterds. Und der hat mir besser gefallen als hier dieses von Tarantino. Ne, weil, ja, Mediax ist dafür verantwortlich, also Ink Pictures, die haben den rausgebracht, auch in ihrer es tut mir leid, in ihrer Colors of Entertainment Mediabook-Reihe. Das Cover ist in Ordnung, hat völlig ausgereicht. Ein bisschen getrübt war das deutsche Sehvermögen hier, weil sehr viele italienische Sequenzen sind da wieder mit eingebracht in den Film, wieder mit untergemischt. Und ihr habt dann immer ein bisschen einen Wechsel zwischen deutsch und italienischen Ton. Ja, dass ihr das schon mal wisst, für alle deutschen Käufer, für alle, die englischen Originalton gerne bevorzugen, für die das kein Problem ist, ja, die brauchen hier, ne, da habe ich schon den Ton geswitcht, also der ist durchgehend im englischen O-Ton ist es nicht, aber in der englischen Synchronisierung, genau. Ja, und dann war es das. Das war der November, ein bisschen schade, weil eigentlich habe ich noch auf so ein Zufall. Darauf habe ich gewartet. DTM, beziehungsweise, ja doch, DTM. DPD hat es geliefert. Genau, das trifft sich ja wunderbar. Trifft sich praktisch. Nee, es ist wirklich heute erst gekommen. Ja, geil. Meine Bestellung, schauen wir noch mal rein. Da sind bestimmt auch wieder ein paar Werke mit drin, die man sich im Dezember wunderbar angucken kann. Ich hätte mir eine Schere holen sollen, statt ein Messer. Moment. Das haben wir gleich. Ich meine, gut, wie könnte man dieses geile Jahr besser abschließen als mit einem Paket von DTM? Das ist wirklich klasse. Und freue mich doch, dass es dann noch mal so geklappt hat. Ach, das ist ja wieder verpackt wie von Profis. Sind sie auch. So, dann haben wir meistens hier diesen Mittel, den wir schnell ziehen müssen. Ist das okay? Ah, nochmal verpackt. Fizzers zum Jahresende. Ja, es ist. Irgendeinen Haken muss die Sache ja haben, ne? Ja. Die kriegt irgendjemand in seinen Schrottwischeln-Paket. So, sonst, ja, nach leeren MRAs sieht es dieses Mal nicht aus. Ist aber auch nicht so schlimm, denn ich habe noch einige. So, schauen wir doch mal, was wir hier Schönes bestellt haben. Das ist ja wunderbar geöffnet. Genau, ja, ich weiß natürlich, was ich bestellt habe. Und zwar, genau, ja. Ja. Ja, bestimmt, weil er günstiger war als überall sonst. So, hier haben wir die Rechnung. Die brauchen wir jetzt nicht. Die kennen wir ja. Und zwar, genau, vor einem Jahr kam er ja raus. Im Kino oder im Heimvideo, keine Ahnung.
Dune. Ich bin gespannt. Ich kenne das Original noch nicht. Aus dem Grund, weil es immer noch nicht unter simplen Keep Case rausgekommen ist. Ne, Koch Films war da ja, was die Edition angeht, sehr üppig. Und die wollte ich für den Blindkauf nicht unbedingt tätigen, aber für das, ja, für den neuen Take, da 155 Minuten, okay, ja, machen wir das mal. So, dann, na gut, hier war noch ein bisschen Luft nach oben, was den Preis anging. Und da dachte ich, guckst du mal, ob die den zufällig auf Lager haben. Und da war auch noch ziemlich günstig. Wie günstig war er denn? Wir gucken gleich mal. Ja, das ist so ein Titel, den hast du nicht wirklich auf einer Liste als dringend, weil den kannst du immer irgendwo mal mitnehmen. Ne? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Hier. 7,99, okay, dann doch ein bisschen normalpreisiger. The Rock, Welcome to the Jungle. Hatte ich immer mal wieder Lust drauf und Fernsehen gucke ich ja nicht, von daher kann man sich den mal angucken. Und das wird jetzt auch eine Premiere im englischen O-Ton. Genau, und hier bist du endlich, du Drecksding. Ich bin wirklich. Also, oh, A24 steckt wieder so ein bisschen dahinter. Alex, jetzt weißt du Bescheid. Man. Ich werde dir Bescheid geben. Ich werde dir auf jeden Fall sagen, ne, was ich davon halten soll. Ob ich darüber ein Video mache, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, der fuckt mich so sehr ab, dass ich mir sage, das musst du in einem Video raushauen. Ne. Man. Mensch, 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 Mensch. So, dann natürlich, das war Vorbestellung, das war klar, das musste sein. 8 mm von Nameless auch nochmal in der Keep Case. Ne. Lange haben wir drauf gewartet. So, Hammer Abenteuerfilm und zwar Bestien lauern vor Caracas. Ist jetzt auch neu rausgekommen, Gott sei Dank gleich mit dem Keep Case, weil ja, einfach deswegen. Ne? Bin ich mal gespannt, ist eher mehr so Abenteuer und Science Fiction anstatt wie Horror, ne? Den ich ja eigentlich von Hammer bevorzuge, aber wenn wir das hier schon mal sehen. Dieses Geglubber und Geglöckel, ja, diese Monster, hat er hier seinen Platz verdient. Ne? Genau, Anolis Hammer. So, warum ich das gerade betone, ist, ja, wir werden in Zukunft aufpassen müssen. Ich meine, gut, mich hat es zum Glück ganz gut erwischt jetzt in der letzten Zeit, aber ein paar Anolis Hammer Titel gab es, die sind mir, ja, die habe ich halt noch nicht. Ne? Und die sind schon lange weg. Und da müsste ich ein bisschen was blechen, weil Pidax. Pidax fängt jetzt an, Hammerfilme rauszubringen, beziehungsweise die neu aufzulegen. Und ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, jetzt mit meiner ganzen Hammer-Sammlung auf Pidax umzusteigen. Hier bei Dragulas Hexenjagd habe ich jetzt mal mitgemacht, weil die alten Anolis-VÖs, die sind dann wirklich sehr teuer. Und ich wollte jetzt Pidax wirklich nicht unterstützen damit. Ich weiß, das klingt zwar jetzt blöd, die leisten auch gute Arbeit, aber die kriegen es einfach nicht hin, hier diesen Balken mal wegzulassen. Wir werden mal reingucken, wo ist denn jetzt mein Messer? Welches ich brauche, weil die haben hier keine Lasche zum Aufziehen. Ach hier. Ja, weil Pidax, wir wissen es, die liefern Wendecover, aber ne. Die bestehen halt drauf, dass du auch auf dem Wendecover dann noch ihren Dings hast. Ne? Ja, genau. Und das habe ich mir nämlich schon gedacht. Trotz Wendecover hier den Pidax-Balken. Und ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Warum muss man sich denn unbedingt so narzisstisch hier drauf verewigen? Ich meine, es steht am Spine drauf, es steht nochmal auf der Rückseite, man kann es überall einsehen, woher diese Veröffentlichung kommt. Und da muss man doch nicht das Cover hier verhunzen mit, naja, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ne, ich finde, da brauche ich okay Wendecover, wenn ich hier das. Ne? So, nochmal ein Aufreger zum Ende des Jahres. Oh, scheiß da drauf, gell? Hier, guckt euch mal an, wie es geht, ne, bei Anolis. Ich bin mir nämlich sicher. Genau, ja, das ist hier. Beim Wendecover, ich habe es schon reinlunschen können.
Ich zeige euch das mal. Wenn ihr zuguckt, da könnt ihr euch gleich mal ein Auge holen, wie man das macht. Wenn ihr ändert sowieso nichts dran. Ihr seid ja genauso resistent wie Warner. Aber ja, genau. Und oh, das ist sogar eine Double. Deswegen war die auch preismäßig ein bisschen intensiver. Zweimal Blu-ray. Was haben wir denn hier drin? Oh, eine Grindhouse-Fassung. Die ist richtig geil. Eine Grindhouse-Fassung, die ist geil, weil die habe ich auch schon in Samen des Bösen im Mediabook drin gehabt und habe ihm reingelegt. Die Grindhouse-Fassungen von Anolis, die sind richtig geil. Das ist richtig, wie, ja klar, wie Grindhouse, wie richtig geiles altes Kino gemacht. So, ja, könnt ihr mal gucken. Ne? Zuerst hier mit diesem, was stand da über drauf? Extended Special Edition, genau. Und im Wendecover, so wie es sein muss. Gut. Ja, und dann der letzte von 8 Films. Da war ich sehr überrascht, dass der jetzt auf einmal im Keepcase da rausgebracht wurde oder verfügbar war, weil mit Horror Infernal haben sie das nicht gemacht. Mother of Tears. Ja, der letzte der Mutter-Trilogie von Dario Argento. Ist der immer noch nicht freigegeben? Das kann es gar nicht geben. 2021 8 Films. Ja, also die Mediabooks, die sind mir ebenfalls nochmal durch die Lappen gegangen. Die waren nur ziemlich preisintensiv. Ich weiß jetzt nicht, ob die wattiert waren oder nicht. Ja, von Mother of Tears und in Inferno oder Horror Infernal, ne, wie auch immer. Da gucken wir gleich mal nach, ob hier covermäßig auch was Schönes auf uns lauert, obwohl eigentlich brauchen wir es nicht. Ja. Habe aber dann bei DTM nochmal Inferno, Horror Infernal und sämtliche anderen Titel eingegeben und davon keine Keepcase gefunden. Das wäre natürlich schön, wenn ich den jetzt so noch bekommen würde. So. Ach ja, und da ich es vorhin angesprochen habe, die Mutter-Trilogie, ne? Natürlich Suspiria, Inferno und Mother of Tears. Das ist die Dario Argento Mutter-Trilogie. Ja. Oh, was haben wir hier? Ah, das ist, naja, gut. Nur spezielle Artworks. Ne? Also jetzt nicht kein Wendecover im eigentlichen Sinn. Braucht man aber eigentlich auch nicht. Ne? Gut. Ja, da hat es dann doch noch ganz gut geklappt, ne, den November zusammenzubekommen. Das war nämlich mein kompletter November. Ja, bei irgendwelchen Cyber-Deals oder Black Fridays oder Cyber-Sunday-Monday-Scheißgedöne, diese ganze Black-Rotze, da habe ich nicht mitgemacht. Nee, ist nicht Black Cinema Collection. und zwar, na gut, einmal schon, aber nicht beabsichtigt. Und dann auch bloß eine neue SD-Speicherkarte hier fürs Handy, ne, damit ich auch weiterhin Material liefern kann und ein bisschen, ja, meine Daten sortieren können. Ich bin da eigentlich sehr vorbildlich, die sind sortiert. Aber irgendwie geht der Speicherplatz dann halt doch zur Neige und da habe ich mir, das ist doch allerhand zusammengekommen, da habe ich mir nochmal eine SD-Karte geholt, ne, mit ordentlich Gigabyte. Und da stand auch gerade noch drunter hier Black irgendwas angeboten, ne, die Hälfte reduziert und Speicherkarten, wie teuer sind denn Speicherkarten? Jesus Christ, also Technik, ne, ja, dann war es das. Dann war es das für November und für Dezember. Ne? Es war alles hier. Es ist mehr als genug zusammengekommen. Ne? Also die Kohle ist definitiv flöten gegangen. Nee, es ist noch genug da. Also, und das war's. Das war's für dieses Jahr. Ich bedanke mich hier nochmals. Bleibt gesund, kommt gut über den Jahreswechsel, ne, ins neue Jahr. Erstmal natürlich eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, fresst nicht so viel, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass ihr eure Vorsätze, na gut, da können wir Anfang Januar noch mal drüber reden, aber wenn ihr Vorsätze habt, zieht's durch. Ne? Es ist wirklich krass, was man alles schaffen kann, wenn man nur an sich selber glaubt. Wenn man das macht, ne, was man machen möchte. Man sollte auf nichts warten, man sollte alles machen, man sollte wirklich
Man sollte es einfach machen. Ihr hört es gerade nochmal, hier Owen Hart Musik spielt, ne, weil ich bin jetzt in seinem Alter gewesen, beziehungsweise ich bin in seinem Alter, und so weit wie ich jetzt schon fortgeschritten bin, so alt ist er noch nicht mal geworden. Und das ist krass. Ne, das kann man einfach mal so stehen lassen. Gut. Dann sage ich Tschüss. Bleibt gesund. Und wir sehen uns, wie schon gesagt, zum fucking Freeze-Schrott wischeln. Weil das Pflicht ist. Ne, das müsste wieder alles gleich gleichzeitig hochladen. Von daher, ja, aber ansonsten macht's gut. Danke für alles, sagt Dave. Von Dave's Movie Place.